Wie viel sollte ein Welpe eigentlich so täglich laufen? Wie viel sollte er ruhen? Was ist da jetzt tatsächlich die richtige Balance? Und falls dich das Thema interessiert, dann bist du hier natürlich genau richtig. Hi, hier ist Steve Keil vom Hundeparadies Harz, ein Experte für Rudelverhalten. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast am Mittwoch zu Alice in Love, der Welpe. Ja, heute wollen wir uns mal ein ganz spannendes Thema widmen, wonach wir auch immer mal wieder gefragt werden, wie viel darf ein Welpe denn jetzt eigentlich nun laufen, also spazieren gehen und wie viel sollte er eigentlich ruhen? Und wie immer gibt es da eigentlich gar nicht so eine pauschale richtige Antwort. Wir holen erstmal die Kleine zu uns. Ich habe natürlich Futter in der Tasche. Alice, prima, sehr gut. Nehmen Sie mal ganz kurz mit auf unsere Yogamatte. Los, ab auf die Yogamatte. Hey, hey, schön langsam. Und ja, im Endeffekt, es ist ja nichts Neues. Hi, Carlo. Es ist ja nichts Neues und überall kann man das nachlesen, dass es immer so eine grundsätzliche Faustformel gibt von pro Monat. Sollte der Welpe so 5 Minuten laufen, also auf einen Spaziergang, ne? So 5 Minuten. Also das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel jetzt, 5 Monate ist sie alt zum Beispiel, darf sie dann 25 Minuten spazieren gehen. Das ist so eine Faustformel. So, jetzt kommt es aber ein bisschen drauf an, woher kommt das, warum ist das so? Das hat ganz einfach was mit dem Wachstum zu tun, mit den Gelenken, damit die nicht überansprucht werden. Gerade bei großen Rassen ist dieses Thema meiner Meinung nach viel, viel wichtiger als bei kleineren Rassen. Nehmen wir mal jetzt zum Beispiel wie unser Mäuschen hier, der Jack Russell Terrier. Da sagt man so, okay, die sind oft so 8, 9 Monate, 10 Monate schon ausgewachsen. Bei größeren Rassen wie, was weiß ich, eine Dogge, dauert das bedeutend länger. Auch hier wieder ganz wichtig, die Zahlen sind natürlich alles nur so durchschnittliche Richtwerte. Carlo, kannst du bitte mal nicht so drängeln, das ist ja furchtbar. Leg dich mal bitte hin. Versuch mal. Oh, ja, ganz schön alt, dicke Tonne. So, also, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach ja, klar, auf diese Gelenkgeschichte und so. Das heißt, wenn der Hund natürlich relativ schneller wächst und ausgewachsen ist, kann man natürlich auch ein bisschen mehr beanspruchen, bei größeren Rassen nicht. Aber die Frage ist gar nicht so wichtig, sind es jetzt 5 Minuten, sind es jetzt 8 Minuten oder sind es 10 Minuten? Nee, ich finde, der Fokus muss ganz woanders hingelegt werden. Die haben sich ein bisschen gerne, ja. Und zwar viel, viel mehr darauf, kann ich das Bewegungsmuster im Alltag kontrollieren. Das heißt, wenn ich nämlich zum Beispiel einen Alltag habe mit mehreren Hunden, so wie die beiden hier, oder ich habe Kinder in der Familie, so wie wir auch, dann stellt sich die Frage ganz anders, wie lange lasse ich die denn toben und so. Wie oft sehe ich das denn? Selbst wenn du zum Züchter fährst, sind ja die Welpen meistens auch den ganzen Tag irgendwie am Rumwuseln und legen sich eigenständig irgendwo hin und schlafen dann, wenn sie mal wirklich groggy sind. Da achtet auch keiner drauf, dass sie nur 5 Minuten am Tag laufen. Das ist doch nicht Alltag. Worauf ihr achten solltet, ist, dass ihr nicht sinnlose, dauerhafte Aktivitäten macht, wo die Gelenke wirklich dolle beansprucht werden, wie groß rumspringen, rumklettern, die ganze Zeit irgendwelche Spielzeuge schmeißen. Sag mal, hört ihr jetzt mal auf, ihr beide? Ja, da, die hören wieder nicht. Die ganze Zeit irgendwelche Sachen schmeißen und wirklich jetzt eine Stunde rausgehen, das wäre wirklich tatsächlich zu viel. Aber auch hier muss man die Kirche im Dorf lassen und natürlich jetzt nicht auf die Uhr gucken. Ne? Aus dem ganz einfachen Grund, wie willst du so einen jungen Hund nur 25 Minuten am Tag laufen lassen? Wie willst du denn das machen? Der läuft ja viel, viel mehr. Ja? Also es kommt viel, viel mehr darauf an, hast du richtige Ruhezonen, wo die Kleine zum Beispiel jetzt wirklich schlafen kann. Und ja, darauf lege ich Wert. Eigenes Zimmer. Und wenn es anders nicht geht, gibt es auch eine richtige Box. Das heißt, keine Angst vor, dass man ein einzelnes Zimmer hat. Keine Angst davor, dass es eine Hundebox gibt. Die müssen aber richtig schlafen, richtig zur Ruhe kommen, damit halt alles das, was dolle belastet wird, auch sich mal entspannen kann. Das ist halt ganz wichtig. Und was noch viel, viel wichtiger ist, ist zum Beispiel auch die richtige Ernährung. Weil auch das spielt eine ganz große Rolle im Wachstum. Wenn ich nämlich Müll füttere, dann wachse ich viel zu schnell, dann gehe ich viel zu schnell auseinander, alles wird viel zu schnell beansprucht. Und das ist blöd. Also stellt euch gar nicht so die Frage, wie viele Minuten darf ich denn jetzt rausgehen? Ne? Klar, es ist ein wichtiger Bestandteil, aber das ist nicht
Der Schlüssel ist richtige Ruhephasen, richtigen Einfluss auf das Bewegungsmuster und wahrscheinlich auch die Ernährung, ganz klar. Und da können wir euch natürlich auch ganz gerne beraten, weil wir sind Vertriebspartner von Raiko, wo wir zu dem Futter auch tatsächlich stehen. Und das ist tatsächlich wichtig, dass gerade der Mineralhaushalt da auch richtig wirklich in der Balance ist. Okay? Aber wie gesagt, da könnt ihr uns ganz gerne ansprechen. Was jetzt wichtig ist in der Ruhezone, ist halt tatsächlich, dass ich das auch aktiv herstellen kann. Das hatte ich in anderen YouTube-Videos ja auch schon erzählt, dass das wichtig ist, seinen Hund aktiv zum Schlafen bringen zu können. Und gerade bei so einem kleinen Mäuschen ist es wichtig, dass sie jetzt zum Beispiel ganz spannend lernt, er liegt, ich sitze, dann halte ich mich einigermaßen mit an der Gruppenkonstellation. Und wenn ihr nur einen einzelnen Hund habt, müsst ihr das als Mensch halt tatsächlich auch vorgeben und beibringen. Und notfalls, wie gesagt, eine Box. Wie man das jetzt alles wirklich körpersprachlich aufbaut, positiv trainiert oder eben nicht, da können wir euch natürlich wieder wunderbar helfen, weil wir haben einfach was für euch vorbereitet. Gerade im Bereich Welpen auch noch ganz klar ein wunderschönes Welpencoaching mit 1:1-Betreuung, auch Hausbesuchen. Wenn ihr da nämlich Hilfe wollt, geht ihr jetzt auf www.steve-kaye.de, bewirbt euch auf ein kostenloses Beratungsgespräch und dann telefonieren wir ganz einfach mal und schauen, ob wir dir auf den Weg mit deinem Hund helfen können, damit du nachhaltigen Erfolg hast. Ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zum Mittwoch. Abonniert unseren Kanal, Facebook, Instagram, schaut in die Stories rein, da kommt immer aktuelles live, was mit der Alice los ist. Das würde jetzt hier bei YouTube sonst den Rahmen sprengen und ich freue mich, wenn du es irgendwo erzählst und ja, ein schönes Leben hast. Bis nächste Woche Mittwoch. Steve. Tschüss.